Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist schon ewig her, dass ihr mal was von mir gehört habt. Es ist ja auch schon wieder viel passiert seit der Zeit. Ja, ich glaube, das letzte habe ich im Dezember oder wann aufgenommen. Ja, ihr seht jetzt einen leichten Hintergrund, einen neuen Hintergrund. Das liegt daran, ich habe es endlich geschafft, ins Eigenheim zu kommen. Ich werde euch heute auch nur mein Gaming Room zeigen. Also meine Zentrale, wo ich jetzt wieder vermehrt YouTube machen werde. Jetzt habe ich ja Zeit und stress es erstmal rum mit Renovierungen. Ja, aber da werden wir noch mehr drauf eingehen. Ich würde auch sagen, wir quatschen gar nicht lang. Video ab dafür. So, liebe Leute, willkommen in mein Paradies. Ja, wie man schon auf den ersten Blick erkennen kann. Alles mit LED voll, auch wunderschön beleuchtet, der Eingang wunderschön gemacht. Hier hat sich schon jemand bequem gemacht vom Ofen. Ja, das ist mein schöner Ofen, der macht sich schön warm hier drin. So, wo fangen wir an? Ich würde sagen, als erstes würde ich mal sagen, auf den Zockerklo. Ja, ganz klassisch mit Graffiti-Tapete, ein Poster von COD Cold War. Hier in weiß nochmal die Graffiti-Tapete. Ein paar Kosmetikprodukte von mir gehört zu jedem Seelenhaushalt dazu. So, dann gehen wir weiter. Hier habe ich einen Stormtrooper mit der Schrift Träume nicht dein Leben, lebe dein Traum. Den habe ich mir jetzt hiermit erfüllt, mit diesem Zockerraum. Wie man hier schwer erkennen kann, stehe ich auf Cars. Ja, ich bin Kfz-Mechaniker. Autos sind meine Leidenschaft. Auch hier die Strohhutbande, Monkey D. Ruffy. Hab ich mir extra so ein Poster gekauft, wo sein Kopfgeld ausgeschrieben ist. Dann habe ich hier Son Goku und Vegeta, bestes Team ever. Jeder hat es aus unserer Kindheit geschaut. Das soll mich ein bisschen an meine Kindheit erinnern. Hier gehen wir irgendwann mal raus. Hier gehen wir raus zur Terrasse. Ich würde sagen, gehen wir als nächstes mal in meinen VIP-Bereich. Wunderschön mit Glastür. Auch wie man hier sehen kann, alles mit LED. Fototapete von der Stadt in Rot. Dann auch hier wieder Cars-Bettwäsche. Stehe einfach auf dieses Auto. Auch hier alles schlicht in Rot gehalten. Auch ein wunderschönes LED-Bett. Auch hier oben der Eingangsbereich, alles mit LED gehalten. Dann habe ich hier von Lego, von Minecraft, eine Duftkerze. Ich mag Duftkerzen. Ein paar Autos von Cars, wie Hook, Lightning, der gute alte Bulli. Dann habe ich hier so ein paar Figuren. Der hier kann furzen, wenn man den schüttelt. Ist irgendwie ulkig. Dann von Fortnite eine Figur, wieder der geile Hook, ja, guckt ihn an mit seinen weißen Zähnen. Wieder Fortnite, dann nochmal so eine Figur, die furzen kann, der guckt irgendwie voll fies. Erinnert mich irgendwie, weiß ich auch nicht. Dann habe ich hier oben den Trägerbalken in schwarz gehalten, wie man auch das ganze Prinzip hier halten kann. Ist alles schwarz und weiß. Hier die Couch ist für meinen Hund, das ist ihr Platz. Hier der Boden, das ist PVC. Hier drunter steckt ein Holzboden, der hat mir aber nicht mehr gefallen. Auch hier mit schwarzen Fußleisten gehalten. Ja, wo geht's weiter? Hier oben sieht man halt LEDs, das sind Spots. Die kann man in beliebigen Farben leuchten lassen, wie man das möchte. Hier auch alles mit LED-Bändern gemacht. Ja, kann man natürlich alle Farben leuchten lassen, wie man es möchte. Weiß habe ich jetzt mal ausgewählt. So kommt der Raum am besten zur Geltung und die Bildqualität stimmt an sich. So, hier kommen wir in meinen Hauptraum. Wie man unschwer erkennen kann, steht schon die Shisha bereit. Ich liebe Shisha. Auch hier wieder mit Graffiti-Tapete gehalten. Dann habe ich hier Eat, Sleep, Game, Repeat. Das habe ich mir tätowieren lassen. Trifft das Beste auf mich, also auch für mich. Auch hier wieder schwarzer PVC-Boden, Fliesenoptik, schwarze Fußleisten, ein wunderschöner Zockerstuhl, auch hier mein Zockerplatz, mein Tisch mit meinem Logo hier oben drauf, eine wunderschön beleuchtete Trinkflasche, ja,
Lego-Kopf, das mein Headset hält. Der gute Markus Phoenix von Gears of War, Ford Focus RS. So einen können, würde ich mal gern fahren. Ich muss mal meinen Chef um eine Gehaltserhöhung fragen, aber ich kenne jetzt schon die Antwort. Dann der gute alte Bumblebee. Jeder kennt die Filme Transformers. Fiesta ST. So einen bin ich schon mal Probe gefahren. Hat mir auch sehr gut gefallen, das Fahrzeug. War leider nur zu klein für mich. Dann hier mein Controllerhalter, der Ruin von COD. Ja, wie auch gesagt, hier die PS4. Auch hier unten drunter alles beleuchtet in ganz leichten Farben. Ja, wie gesagt, hier noch ein Regal mit einer Duftkerze. Hier oben von Skyrim ein paar Figuren. Finde ich absolut Hammer, diese Figuren. Die gefallen mir so gut, deswegen sammle ich die auch. Auch hier oben wieder den Balken in schwarz gehalten. Ja, hier habe ich einen Minion, der gute Bob. Meine wunderschöne Zockercouch, wo man sich schön hinfläzen kann und chillen kann. Ja, ein Sparschwein hat jeder. Der gute Yoshi. Dann eine kleine Spielesammlung. Auch hier oben alles wieder mit Spots gehalten. Ja, das Geile ist hier an den Spots ist halt, die machen halt richtig gutes Licht, wenn in der Mitte das leuchtet. Also das heißt, es leuchtet weiß. Ein wunderschöner Couchtisch, auch LED beleuchtet, Sideboard mit LED beleuchtet, ein 4K-Fernseher, eine wunderschöne Fototapete von einem Audi R8 aus Gran Turismo, so ein bisschen Style gehalten, steht halt natürlich vor der Stadt, sieht aus wie Miami, erinnert mich stark auch an Cyberpunk, da gab es den Porsche dazu. Ja. Was soll ich sagen? Hier stecken 160 Stunden Arbeit drin. Jetzt, wo wir hier durchgegangen sind, den Durchgang gab es damals nicht. Hier war eine Wand, also die war zu. Die habe ich freigestemmt. Von hier bis hier ging eine Wand. Ja, also das heißt, das war hier ein separater Raum. Natürlich auch die Wände rausgeholt, die Kanten gesetzt. Hier war mal eine Tür. Das fand ich scheiße, das hat mir auch nicht gefallen, deswegen habe ich die weggemacht und auch geklettet, die Kanten. Hier oben sieht man die ganzen Verteilerboxen. Ja, das hat ein Kumpel für mich gemacht, hier stecken über 200 Meter Kabel. Die Decke wurde herabgehangen, weil die Decke war unten schief und krumm, das sah nicht so doll aus. Ja, wir haben hier alles über eine separate Schaltung gemacht, das heißt, wenn ich hier vorne hinkomme, kann ich alle drei Räume anleuchten lassen, wie ich es halt brauche. Ja, dann noch was ganz Spezielles. Ich habe mein YouTube-Logo mir in die Decke reinmachen lassen. Ich wollte es eigentlich prinzipiell erst auf dem Boden haben, weil ich das irgendwie geiler fand, aber dafür war kein Platz und mit PVC ging es nicht. Ja, deswegen habe ich mir das an die Decke machen lassen, es passend mir einsetzen lassen. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal, so der Hauptblickfang des Raums. Auch hier mit einem Zitat, gib niemals auf, erklimme den Berg der Weisheit. Finde ich ganz gut, dieses Zitat. Habe ich aus dem Film. Ja, auch hier hinten eine Hauptverteilerbox für die LEDs. Ja, Leute, das ist mein Gaming Room. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin mal gespannt auf eure Reaction. Hier war wunderschön der Ofen. Ja, es ist auch sehr schön warm. Auch hier alles mit Graffiti-Tapete gehalten. Und auch hier die Türen passend lackiert. Dass es halt einfach zum Raum passt. Und wunderschön hier nochmal die Autos. Ja, wie gesagt, wenn euch das gefällt, lasst gerne eine Bewertung da. Würde ich mich freuen. Kostet euch kein Geld, nur eine Minute eures Lebens. Ich hoffe, ihr habt so viel Zeit. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und genießt hier diese Aussicht von diesem wunderschönen R8. Bis dahin, euer Sympathisch.